Herr von der Mahn, wird noch Bundestagsabgeordneter in dieser Legislaturperiode, aber viel wichtiger Ihre Eigenschaft als Kämpfer für den deutschen Wald. Dem Wald geht es nicht gut. Das ist richtig. Wir haben in Deutschland momentan große Probleme, zwar unterschiedlich ausgeprägt, aber gerade deshalb ist es mir wichtig, jetzt in Regionen unterwegs zu sein, die besonders gezeichnet sind von der Dramatik der letzten 3 Jahre. Und mir ist es wichtig, das, was ich sehe, dann auch in den politischen Raum zu tragen, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass unsere Gesellschaft erkennt, wie wertvoll die Arbeit der Waldbauern ist und dass wir jetzt aufgrund der Tatsache, weite Landstriche sind sehr, sehr gezeichnet von dieser Dürre und von der Trockenheit, dass wir die nicht alleine lassen können, dass wir sozusagen gemeinsam an dem Waldaufbau und dem Waldumbau für die nächste Generation tätig sein müssen. Nun ist Wald nicht gleich Wald, auch wenn es für den Laien so erscheint. Wir haben in Ihrer Heimat Wälder, die schon immer Kiefern waren. Wir haben in den Höhenlagen die Fichte, die durchaus da noch Heimat findet. Und wir haben natürlich auch in den tieferen Lagen die Auwälder, die Eichenwälder. Wie schwer ist es denn für die Waldbauern, diese unterschiedlichen, denn Waldformen müssen auch einen wirtschaftlichen Nutzen bringen? Also ich glaube, dass heute niemand mehr ernst zu nehmen sagen kann, der Klimawandel findet nicht statt. Also insofern wird jeder aufgrund des Klimawandels sich Gedanken darüber machen müssen, wie seine Bestände in die Zukunft gebracht werden. In den letzten Jahrzehnten sind viele Maßnahmen in den Wäldern vollzogen worden. Ich bin seit 50 Jahren mit meinem Vater im Wald tätig. Mein Vater hat schon in den 70er und 80er Jahren sehr stark auf den Waldumbau gesetzt, also auch auf Mischwälder gesetzt. Und ich glaube, dass es gar nicht so neu ist, ja, dass wir in weiten Teilen Deutschlands eine große Bereitschaft haben, auch über den Waldumbau nachzudenken. Selbstverständlich gibt es Strukturen bzw. Voraussetzungen aufgrund der Bonität, aufgrund des Niederschlags, wo eine bestimmte Baumart besonders gut wächst oder eben entsprechend nicht wächst. Sie sprechen Brandenburg oder Sie sprachen Brandenburg an. Ja, das ist richtig. Die Kiefer ist dort vorherrschend und sie wird auch sicher vorherrschend bleiben. Und dennoch habe ich gerade in Brandenburg sehr gute Beispiele, wo wir den Waldumbau mit den unterschiedlichen Baumarten, heimischen Baumarten, aber auch fremdländischen Baumarten im Unterbau sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da findet man die Roteiche, da findet man die Douglasie. Sicher nicht als vorherrschende Baumart, aber in den Unterbau eben mit eingebracht. Und ich bin der Meinung, da müssen wir intensiv drüber nachdenken, wenn das Klima sich entsprechend verändert, wenn die Trockenheit mehr und mehr zunimmt, dann werden wir darauf auch reagieren müssen, auch in diesen Kunststandorten für bestimmte Baumarten. Und dass das funktioniert, ist heute offensichtlich. 48% des deutschen Waldes ist eigentlich Privatbesitz, also kein Stiftungswald oder Kommunalwald, noch kein Staatswald. Das heißt fast die Hälfte. Und viele Betriebe leben vom Wald und mit dem Wald. Der Waldumbau kostet Geld. Das heißt, das hat über Generationen immer gut funktioniert. Es wurde so viel rausgeholt, wie nachgewachsen ist. Es gab ein bisschen Erlös und es wurde wieder aufgeforstet. Das hat sich ja nun auch geändert. Inzwischen muss der Waldbauer doch mehr in den Wald stecken, als er im Moment erlösen kann. Das ist richtig. Vor allem jetzt in den letzten 3 Jahren ist in vielen Regionen sehr offensichtlich geworden, dass das Prinzip des sozusagen des Pflanzen und Erntens, so wie Sie es gerade beschrieben haben, eben aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Das ist ja das, was mit dem Klimawandel momentan diskutiert wird. Also insofern ist die Diskussion, die wir jetzt im öffentlichen Raum haben, nämlich die Ökosystemleistungen des Waldes, also die Leistungen, die der Wald für die Gesellschaft neben der Bereitstellung des Rohstoffes Holz bringt, also CO2-Senkenleistung, Sauerstoffgewinnung, touristische Erschließung, Schutzwaldfunktion. Also all das, was der Wald in den Generationen vorher ganz selbstverständlich mit für die Gesellschaft bereitgestellt hat, das müssen wir jetzt vielleicht nochmal anders uns
betrachten vor dem Hintergrund, dass die Waldbauern momentan alleine mit den Holzerlösen nicht in der Lage sein werden, die nächste Waldgeneration stabil und auch noch die Umbaumaßnahmen, klimagerechter Wald, entsprechend vorzunehmen. Also wird es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und insofern ist es meine Aktivität, die ich jetzt in den letzten Monaten und Jahren besonders versucht habe, in die Diskussion zu bringen, dass ich sage, wir müssen eine gemeinsame Finanzierung für den Wald der Zukunft gestalten. Ja? Das kommt uns, das kommt der nächsten der Gesellschaft zugute und garantiert eben auch diese Ökosystemleistungen dann für die nächsten Generationen. Ein weiterer Konflikt, der auch die Gesellschaft polarisiert, ist die Jagd. Für den nachwachsenden Wald ist eine regulierende Jagd, die, wie es so schön heißt, die Belange der Forst- und Landwirtschaft in Einklang bringt, unabdingbar. In der Gesellschaft werden die Jäger gar nicht mehr gerne gesehen. Ist die Jagd notwendig im nachwachsenden Wald? Im Besonderen derzeit ist sie dringend vonnöten, aber vor allem das Verständnis der Jäger für den Wald ist das ganz Entscheidende in den derzeitigen Diskussionen. Wenn in Größenordnung Wald um- und wieder aufgebaut werden muss, dann bleibt nichts anderes übrig, als auch vor allem in die Reh- und zum Teil auch Rotwildbestände einzugreifen. Ich bin dankbar, dass diese Diskussion geführt wird und ich versuche, die Polarisierung aus dieser Diskussion zu nehmen. Dennoch ist es unabdinglich, dass wir den Wald momentan in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, wenn wir den Wald der Zukunft haben wollen, wenn wir garantieren wollen, dass die nächste Generation ebenfalls vom Wald, von den Ökosystemleistungen wie auch vom wertvollen Roh- und Nutzholz, von dem Rohstoff Holz profitieren möchte. Also insofern appelliere ich an beide, an Wald und Wild, jetzt die Verantwortung wahrzunehmen und jetzt vielleicht gerade in den bestimmten schwierigen Regionen, die wieder aufgeforstet werden müssen, die Regulierung des Wildes in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. Vielen Dank, Herr von der Mann. Sehr gerne.